Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Stay-Blue-Gemeinde. Wir sind heute wieder an den berufsbildenden Schulen in Haste, um das Kandidatengespräch Teil 4 zu begleiten und für euch von diesem Gespräch zu berichten. Zu Gast heute der Vertreter der FDP, Karl Ludwig Thiele. Wir gehen am besten mal rein und schauen uns das Ganze aus der Nähe an. Was ist denn momentan ein aktuelles Programm oder Projekt, das Sie irgendwie vorantreiben wollen oder das Sie gerne vorangetrieben sehen hätten? Wir erleben momentan zwei schwierige Dinge in der Wirtschaft. Wir haben zum einen Probleme in der Realwirtschaft, parallel ein Problem in den Finanzmärkten. Dort werden Hunderte von Milliarden zur Verfügung gestellt. Und da muss man sich natürlich neben dem, dass man fragt, wie kriegt man die Sache wieder in den Griff, überlegen, wie konnte das überhaupt dazu kommen. Und die Frage wird viel zu wenig in unserem Lande gestellt. Aber nach Auffassung der FDP ist es nicht die Aufgabe des Staates, selbst Bankgeschäfte zu betreiben. Die Aufgabe des Staates besteht darin, Spielregeln festzusetzen, Schiedsrichter zu sein, dass auf dem Spielfeld sich alles vernünftig verhält. Und das ist die Aufgabe. Und insofern haben wir hier ein absolutes Versagen der Aufsicht. Ja, also ich würde halt jetzt, wie gesagt, gerne nochmal auf die Zensurenvergabe, wie das an Schulen üblich ist, eingehen und euch bitten, einfach mal eine Note von 1 bis 6 für den Herrn Thiele heute, beziehungsweise für seinen Inhalt heute abzugeben. Ja, ich würde dem Herrn Thiele eine 2 geben, weil er an sich, also am Anfang hat er sehr viel geredet über die Vergangenheit Deutschlands, doch im Endeffekt hat er klare Antworten gegeben, hat seine Ziele klar vertreten und bei ihm kam auch so ein bisschen die Parteiziele durch, also hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte ihm jetzt auch eine 2 gegeben, weil ich finde, der hat die Antworten, also er hat auch klar geantwortet, das fand ich auch gut und es wurde auch klar, welche Meinung er vertritt. Ziemlich dem weitgehend an, jedoch fand ich es am Anfang ein bisschen traurig, dass er sehr lange über die deutsche Geschichte geredet hat und dadurch wir ein bisschen spät erst fragen konnten, aber im Endeffekt hat er die Fragen gut beantwortet und dementsprechend hat er auch die 2 verdient. Welche Bereiche, zum Beispiel Bildung oder so, halten Sie für reformbedürftig? Also jetzt im Moment, weil zum Beispiel haben wir schon mit anderen Politikern darüber geredet, dass es mittlerweile auch Streiks von Schülern gab und andererseits auch noch so Dinge, also Gesetze, die da vielleicht verändert werden müssten oder was rückgängig gemacht werden müsste. Zum Beispiel, dass Abitur nicht mehr ab 12. Klasse ist, sondern ab 13 und wie Sie das so sehen. An der Stelle hatten wir gesagt, in den neuen Bundesländern gab es immer 12 Jahre Abitur. Und in vielen anderen vergleichbaren Ländern gab es auch 12 Jahre Abitur. Und deshalb hatten wir gesagt, auch hier wäre es richtig, 12 Jahre Abitur in Niedersachsen zu machen. Ja, was sagen Sie denn, dass es Zeit, die Schüler auf die Straße gehen, weil sie eben unzufrieden mit dem sind, was die Zeit ist? Also mal, wenn man sagt, es läuft was falsch, dass man dann nicht nur sagt und abduckt und sagt, ich nehme es hin, sondern jetzt lass mich artikulieren, was falsch läuft, absolut richtig. Das gehört zur Demokratie dazu. Frage ist an einem ganz anderen Thema. Und zwar wurde das Stammzellgesetz vom 01.01.2002 auf den 01.05.2007 verschoben. Und mich würde einfach interessieren, wie Sie zu der Änderung stehen. Und wer mir das jetzt versichert, dass das jetzt nicht normal verschoben wird und dass halt eben, dass die Embryos weitergeschützt werden. Es gibt künstliche Befruchtung. Und durch künstliche Befruchtung werden Eizellen im Reagenzglas praktisch schon zum Embryo oder Vorstufe Embryo. Und wir haben inzwischen über 100.000 Menschen in unserem Land, denn einige auch in der katholischen Kirche, ich bin auch Katholik, aber andere Frage, einige in der katholischen Kirche sind heute noch gegen künstliche Befruchtung. Und da kann ich erstmal nur sagen, wenn darüber über 100.000 Menschen in unserem Land überhaupt Mensch geworden sind, verstehe ich nicht, wie man gegen künstliche Befruchtung sein kann. Was passiert eigentlich mit den Stammzellen, die nicht eingepflanzt werden? Die werden vernichtet, die werden getötet. Und da kann ich nur sagen, und das ist meine Auffassung, ehe die getötet werden und einfach verworfen werden oder wie die Begrifflichkeiten dann laufen, dann halte ich es doch für richtiger, hier in einem sehr beschränkten Umfang Forschungsmöglichkeiten zu eröffnen, die dazu beitragen können, das Leben anderer Menschen zu heilen und dort entsprechende Heilprozesse in Gang zu setzen. Also ich gebe ihm auch eine 2, weil ich denke, er hat sehr klar gesagt, was er von den Themen hält. Also ich würde dem Herrn Thiele eine 1- geben, da er die ganze Diskussion über einen roten Faden hatte, den konnte man perfekt erkennen und er hat 100%ige Antworten gegeben und ich finde, er war auch sehr ehrlich und er hat auch gute persönliche Antworten dazu gegeben.
Also ich würde dem Herrn Thiele auch eine 2 geben. Er hat gute Antworten gegeben. Er hat als einer der wenigen Politiker wirklich auch Stellung bezogen zu seiner Partei und auch ein bisschen Hintergrundwissen mit eingebracht von der Partei aus. Ja, also ich würde so zur schlechten 2 tendieren, weil ich hatte teils andere Meinungen als er. Also zur O-Stufe zum Beispiel sehe ich ein bisschen anders. Aber ich fand die Begründung gut und deswegen, ja, es ist eine 2. Was spricht dafür, dass die jungen Leute jetzt was vielleicht Nutzen haben, wenn sie ihre Partei bei der Bundestagswahl wählen? Also erstmal ist keine Partei wertfrei, sondern Parteien setzen sich für Ziele ein. Insofern sind die Parteien nicht der Staat, sondern Parteien versuchen, im Gesetzgebungsverfahren aus ihrer Sicht Vernünftiges auf den Weg zu bringen. Und wir als Leitmotiv der Liberalen setzen auf Freiheit in Verantwortung. Und nicht alles muss staatlich geregelt werden, wenn es die Privaten überhaupt können. Denn wir setzen zuerst auf die Nächstenliebe und erst dann auf den Staat. Das ist im Grunde genommen so ein Grundansatz. Ja, wir haben jetzt nochmal Herrn Thiele hier ans Mikrofon bekommen, der uns nochmal für 2, 3 Fragen zur Verfügung steht. Herr Thiele, wie hat Ihnen persönlich erstmal dieses Gespräch bzw. diese Art der Kommunikation mit Schülern gefallen? Sehr gut, weil die Schüler selbst artikulieren mussten, wie sie bestimmte Dinge sehen, wie sie Dinge empfinden mit Fragen an mich. Und es hat eine gute Diskussion gegeben und ich hoffe, dass einige Antworten gegeben werden konnten. Es ist für uns immer ganz interessant, wie nutzen Politiker die Kommunikation übers Internet, beziehungsweise nutzen sie überhaupt oder beschränken sie es auf den, was heißt beschränken, das ist ja eigentlich auch schöner, halten sie den persönlichen Kontakt für wichtiger? Den persönlichen Kontakt halte ich auf alle Fälle für wichtiger. Meine Hauptinformationen beziehe ich natürlich aus den Nachrichtensendungen, aber eben auch aus den Tageszeitungen, dann aber eben auch übers Internet. Denn ich muss heute wissen, was heute passiert, um dazu heute eventuell auch schon eine Stellungnahme abzugeben, die dann morgen veröffentlicht werden kann. Und zu guter Letzt, was würden Sie den Schülern und Schülerinnen mit auf den Weg gehen für die Zukunft? Engagiert euch, nehmt euer Leben selbst in die Hand, lasst euch nicht mutlos machen, ihr habt alle Chancen, lasst euch nicht erzählen, dass die Chancen nicht da sind, sie sind da, aber sie müssen dann eben auch ergriffen werden und bei den Wahlen bitte ich einfach darum, geht wählen. Welche Partei ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen, aber die Errungenschaft eines Wahlrechts für jeden Bürger sollte nicht durch eine geringe Wahlbeteiligung aufs Spiel gesetzt werden. Super, Herr Thiele, recht herzlichen Dank. Herr Heidemann, Sie waren sowas wie der Initiator dieser ganzen Veranstaltung, von den Gesprächen. Ein kurzes Fazit. Als wir vor ungefähr 6 Wochen hier standen, nach dem ersten Gespräch mit Herrn Schembeck, habe ich gedacht, na, hoffentlich geht es so weiter, also so munter und der Austausch läuft gut. Und jetzt nach dem Gespräch mit Herrn Thiele würde ich sagen, die Erwartungen sind aufgegangen. Ich bin sehr zufrieden. Wie kam dieses ganze Projekt zustande? Das ist ja eher ein Ausnahmefall, dass Politiker jetzt an die Schulen kommen und in einem Gespräch sozusagen den Schülern Rede und Antwort stellen. Woher rührte die Idee? Wir haben, als wir die Politiker eingeladen haben, aus dem Unterricht heraus argumentiert und gesagt, dass die Reaktionen der Schüler auf politische Themen häufig sehr abweisend, distanziert sind. Und da haben wir versucht, den Politikern klarzumachen, der Aufwand ist hoch, hierher zu kommen, auch für 90 Minuten, für längere Zeit so, dann einzeln. Aber wir haben gesagt, das wird sich sicher in Anführungsstrichen lohnen, weil die intensivere Auseinandersetzung, der persönliche Kontakt, genau diese Ressentiments, also diese Distanzen der Schüler, die kann das vielleicht aufweichen. Wer hat euch am besten gefallen? Also am besten gefallen hat mir jetzt Herr Thiele von der FDP. Ich fand jetzt auch Herr Thiele am besten, weil der mir auch am sympathischsten rübergekommen ist. Mir persönlich hat der Kandidat der SPD am besten gefallen, weil ich fand, dass er die genauesten Antworten gegeben hat, unter anderem. Ich fand Herr Thiele auch am sympathischsten und sonst deckt sich das mit den Antworten. Also mir hat die SPD sehr gut gefallen, Herr Thiele hat mir auch sehr gut gefallen, aber ich glaube, die SPD hat genauere Antworten zum Thema gegeben. Mir hat Herr Schwanholz von der SPD auch am besten gefallen, weil er teilweise auch kurze Antworten einfach mal gegeben hat. Und ja, also ich fand Frau Steiner am besten, weil die sehr authentisch war und mir kam die auch sehr ehrlich rüber. Und so, das haben wir jetzt hinter uns gebracht, die 90 Minuten sind um. Herr Thiele hat sich den Schülern gegenüber geäußert und seine Meinung vertreten. Wir verabschieden uns mit diesen Worten hier von den berufsbildenden Schulen in Haste und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.